wir hatten ja... Wir hatten... Ah, ist das gut. Wir hatten zum Glück ein Dings gefunden. Oh mein Gott. Zum Glück hatten wir schon so ein Ding gefunden hier. So, was Blumen sammeln. Arme Schweinchen, da wird leider sterben müssen. Ja, zum Glück hatten wir das schon gefunden und wir haben so viel Glück hier auch so viele Blumen, dass wir sofort wieder aufgeheilt sind, was das Leben, was das Verrücktheit angeht. Ihr wisst ja, ich habe so ein Problem damit, verrückt zu werden. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin da immer recht hilflos. So, sind wir damit fast voll wieder. Nehmen wir die da oben noch mit. Ja gut, wir sollten natürlich aufpassen, dass wir das Feuer auch ordentlich mal anmachen. Das war jetzt ein kleiner Fehler. Zum Glück hat man vorher schon was gefunden. Sonst wäre es jetzt wieder gewesen mit Tag 6. Das wäre super gewesen. Zwei Folgen und hey. Ich hätte ja früher hatte ich immer, also am Anfang hatte ich immer nur zwei Tage gemacht. Mittlerweile mache ich ja drei Tage pro Folge. Einfach weil wir momentan nur noch zwei Let's Plays haben, damit die einfach ein bisschen hochwertiger sind. Ich bin sowieso, muss ich gestehen, am Überlegen, ob ich denn nicht lieber wieder weniger Let's Plays mache. Das heißt vielleicht zwei feste Let's Plays und danach das Sonntagsspecial. Oder einfach ohne Sonntagsspecial, ich weiß es nicht. Boah, hier. Klack, klack, klack. Klack, klack. Huch, klack. Better Himden? Wait a minute. Nicht schlecht. Wie kann es sein, dass ich jetzt nichts mehr in mein Inventar bekomme? Obwohl das alles aus meinem Inventar kommt. Achso, ich habe den Rucksack nicht aufgesammelt. Verstehe. So. Dann den ganzen Spaß hier mitnehmen. So, super, genau. So rum war's. So, jetzt hier alles wegmachen. Ich sag's ziemlich oft so gerade. Jetzt ist da noch was von uns. Nee, anscheinend nicht. So, dann kochen wir uns mal ganz kurz den Spaß hier. Meine Seele haue ich mir mal in die Kiste da, genauso wie den Marble. Brauche ich nicht unbedingt jetzt. Und dann... Nein, du sollst es benutzen, Junge. So. Gut, dass es immer 6 rauskommt, das heißt, es geht wesentlich schneller damit. Einmal geht noch und dann kriegen wir, oh, super, kriegen wir nochmal 6 raus. Klasse. Dann mach schnell. Nicht droppen. Ja, hat wieder gedroppt. Einmal hier noch und jetzt können wir hier nach oben gehen. So. Da haben wir schon mal eine ordentliche Mauer diesmal gezogen. Da hinten ist auch was zusammengebrochen, aber anscheinend nur zusammengebrochen, mehr nicht. Wir probieren es einfach nochmal. Und dann sorge ich mir noch für ein bisschen Holznachschub hier. Schaufel habe ich auch. So, super. Dann haben wir hiervon gerade kommen noch was. Möhren wachsen nach, okay. Interessant. Die waren nämlich vorhin nicht hier. So, dann tun wir auf jeden Fall wieder das Feuer anfachen. Und holen uns hier den ganzen Spaß.
Dann brate ich das hier auch noch mal ab. Nein, da habe ich eine zu viel gegessen. Na gut. Und hier habe ich auch noch was. Ich kann jetzt sogar noch zwei werfen. So, Essen meine ich. Werfen? Warum sollte ich die werfen? Na gut, das werde ich aber benutzen noch. Was kann ich jetzt machen? Ich kann hier bei Liked kann ich Endothermic Fire brauche ich nicht wirklich. Keine Ahnung, warum ich das ständig machen soll. Hier könnte ich noch was machen und hier könnten wir noch Rope basteln. Mach einfach zweimal. Und dann kann ich hier eine Log Suite basteln. Eine ziemlich gute Rüstung. Das kommt dann in der Zeit mal hierher. Heißt es eventuell Add Fuel kann ich machen. Cool. Also ich kann auch mit meiner Umgebung also beheizen. Das ist sehr interessant. So, da unten ist nochmal hier. Ich kann immer noch was machen. Und zwar kann ich Wooden Flooring immer noch machen. Na gut, dann werden wir halt nochmal ganz kurz hier mit der... Wo ist sie denn da? Dann werde ich damit nochmal hier was rausreißen. So, dann nehmen wir die und werfen sie da rein. Und dann packe ich hier mal Wooden Flooring rein. Ach Quatsch. Dann packe ich hier mal Wooden Flooring rein. Damit wir es auch mal gemacht haben. Und dann haue ich den Spaß hier wieder ins Feuer. Add Fuel. So. Nehmen wir uns mal ganz kurz hier die Trauben. Ja, auf jeden Fall eine Menge Bären diesmal. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gut zurechtkommen. Mit Bären. Mit Nahrung allgemein. So, nochmal Dress hier machen. Bevor die komplett vergammeln. Dann kann ich den Spaß mal hier reinlegen. In den Storm. Dann können wir hier mal die Beeren da drüben ernten und können die ebenfalls kochen. Und sind momentan ganz gut aufgerüstet wieder. Dann holen wir uns hier drüben noch ganz schnell den Menü ab. Und klatschen das Menü noch hier rein. So, dann tun wir noch ganz kurz den hier. Und dann wird es jetzt echt Zeit, dass wir eine Menge Stein und so. Wir müssen jetzt echt viel Stein holen. Wir brauchen das jetzt. Die Frage ist, kriegen wir so viel hier in der Gegend? Stopp! Hab das für dich! Okay, nochmal wieder nicht. Na gut, ein bisschen Puffer mal gekriegt. So, Stein kriegen wir auch wieder was. So, hier, da und da. Und dann holen wir uns hier noch ordentlich Stein. Also wie wir hier noch ein bisschen Zeug brauchen auf jeden Fall. Eigentlich komplett. So. Lalalala. Dann noch hier noch den und dann hier noch. Lalalala. Flügel essen. So, auch hier war Kacke. So.
Spaß, so machen wir ein bisschen näher ran hier. Klack, 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 ups. Nee, nicht das. Das hier, klack, klack. Super, dann können wir uns nämlich jetzt hier den ganzen Spaß holen. Puffer mal 4, da reicht ein bisschen. Ja, da haben wir noch einen, super. Nehmen wir. Kennt ja jeder mittlerweile. So. Was können wir denn machen? Wir können machen Strukturen. Heuwahl, wohl. Ja, nee, nicht wirklich. Wir können machen ein Turnelstone. Den werden wir auch immer brauchen. Den lege ich mir schon mal her. Ja. Der kann da liegen bleiben eine Weile. Ist dein Ernst, scheiß Vieh. Wollt ihr gerade so einen Turnelstone mitnehmen? Okay, dann gut, dass er uns attackiert hat, dann können wir gleich mal hier ein bisschen an ihm zehren, dann können wir uns hier nochmal die Beeren machen, können die nochmal essen. Dann können wir hier drüben nochmal, bevor es wirklich vorbei ist, jetzt alles hier und die Nacht kommt, können wir uns mal hier ganz kurz den Spaß holen. Noch mehr abzernen bringt sowieso gerade nichts, weil ihr seht es ja selber. So, bis heute hole ich mir auch noch. Viel sieht anders aus bei uns. So. Klack. Klack. Jetzt haben wir noch irgendwo eine Schaufel, oder? Wir haben doch sicher irgendwo noch eine Schaufel. Sag ich doch, da ist er doch. Super, ich wusste, dass wir eine haben. So, der da noch. Der da noch. Der da noch. Klack, klack, klack und klack. Und dann haben wir ja noch 7-mal den hier. Dann machen wir noch ein kleines Wäldchen hier. Wir wollen ja Greenpeace zufriedenstellen und dafür sorgen, dass die uns hier nicht das Let's Play einrammeln. Wäre ja ein bisschen scheiße, ne? Mitten im Let's Play kommt der Greenpeace. Nein, das geht hier aber so nicht. Das kannst du nicht bringen. So, jetzt tun wir ja schön anheizen. Und dann holen wir uns die Bären hier drüben, super, da sind wieder 3 Bären gewachsen. Aber wir haben bestimmt auch wieder genug, da mach ich mir keine Sorgen. Na, also gut, der ist zwar sofort verschwunden wieder, aber da war auf jeden Fall einer. Cutstone! Jetzt hab ich keine Cutstone. Hä? Achso, ich habe gerade das Ding gemacht hier, den Turmelstone, deswegen habe ich keine Cutstones. This fire is from opposite day. Ja, das ist toll, aber es bringt mir eh nichts, dieses Fire. Ich habe es einmal gemacht und es ist absoluter Schwachsinn, dass ich es gemacht habe. Dann tue ich hier halt einmal den Heuball, ist auch egal, komm hier. Dann haben wir ja halt ein Stück Heuball, ist mir egal. Ja, komm, dann machen wir halt noch das Endothermic Fire. Wenn du dich dann glücklich fühlst, von mir aus, soll mir doch vollkommen egal sein. Nice und comfy. Ja, das ist toll. Dann kannst du bloß nichts braten und nichts anderes machen. Das steht einfach nur da. Essen sollst du es auch nicht, sollst du es kochen. So, dann essen wir den Spaß jetzt hier mal. Flup, flup, flup. Dann kannst du den Pendels noch essen. Und dann müssen wir irgendwie ein paar Farmen bauen, ein paar neue. Wie viel kostet denn eine Farm? An sich hast du eine Menge Puff. Gras zu bekommen ist also relativ einsam. Wir brauchen erstmal richtig viel. Ich glaube, viel habe ich noch nicht erwähnt. Puff. Steine bekommen. Oh, guck mal, was da gewachsen ist. Interessant, okay.
Ja, Steine bekommen wir. Also so wirklich Steinfeld haben wir ja noch nicht entdeckt. Hier unter uns ist nur Wasser, da findet man nichts mehr. Wir könnten eventuell mal nach hier oben gehen, also einfach straight nach oben. Und dann in Richtung der Pflanze kann man auch nochmal gehen, dann findet man eventuell noch was anderes mal. Mal schauen, kann ich jetzt so nichts sagen zu Ruhe. Wir können aber ansonsten gerade nichts bauen. Wir könnten hier jetzt... Boah, toll. Toll. Und bei Strukturs können wir jetzt hier wieder so einen Boden basteln. Ja, klasse. Freut mich super. Ich habe auch übel gerne den Boden. Also ich meine, wir könnten ein Schild... Wir können die Dinger mitnehmen und können dann eventuell irgendwo ein Schild basteln, wo wir was Wichtiges gefunden haben. Und dann können wir dann da weitermachen. Wäre auf jeden Fall eine Option und wir gehen jetzt mal hier weiter. So, dann schauen wir, was da hier oben ist. Ich hoffe, wir finden irgendwas Gutes. Ja, ja, geh weg. So. Kann nicht leiden. Hast mir kein Fleisch gegeben. Ja, wo soll ich das Fleisch denn herkriegen, mein Freund? Ich hab doch nichts hier. Sehe ich hier aus, hätte ich hier 3 Tonnen Fleisch oder was bei mir? Sehe ich so aus? Ich glaube nicht. Hör zu. Nehmen wir auch noch mit hier kommen. Wenn wir einmal dabei sind. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Holz wieder. Weil das ist mal, oh, hier haben wir noch so ein Riesending. Die großen Dinger nehme ich mal gerne mit. Da habe ich immer gleich 3 Holz auf einmal. Da weiß ich, woran ich bin. So. Aber dennoch fehlt es mir ein wenig an Stein. Oh, den nehme ich mit. Da hält mich nichts. Den nehme ich auf jeden Fall sofort mit. Moment. So. Und genau das habe ich gesucht. Genau sowas habe ich gesucht. Super. Stein, 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 Stein. Auf verschiedenen Weisen. So. Stein, 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 Stein. Alles mitnehmen. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, es wird gleich Nacht, aber das... Heißt hier noch gar nichts. So. Das war Stein. Das war Stein. Das war Stein. Wenn ich einmal die Schaufel in der Hand habe, kann ich das machen. Hier haben wir noch Stein. Und hier, oh, guck mal hier, eine Stein, das ist eine richtige Steinmine hier. Super, nehme ich alles mit. Kein Problem. Ich will wieder Axun, ja, wissen wir ja. So, dann schaue ich mal, ob ich hier auf dem Friedhof eventuell was Cooles finde. Gold. Wie hast du mit Gold? Oh, ein Blue Gem, das ist geil. Aber Gold nehme ich vorher noch mit. Hier ist eine Menge Friedhöfe. Okay. Lässt er mich nicht mitnehmen? Schade, schade eigentlich. So, den nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, wie weit der Geist mich verfolgt, aber wir haben ja schon mit Geistern zu tun gehabt. Und wissen, dass die nicht ewig hinter einem herrennen. Aber kicken könnte ich ihn auch. Mach ich aber jetzt mal nicht. Ich hole mir den Stein hier noch, dann hole ich mir das da noch. Und dann gucke ich, was ich da gerade genau das da.
Disable Tentakel. Oh. Noch einer. Dann okay, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Mit zwei möchte ich mich nicht gleichzeitig anlegen. Hier ist eine Mine. Das ist interessant zu wissen. Hier haben wir noch ein paar Steine. Na, los, komm hier. Und wuhu. Schneller ein bisschen hier nach Hause kommen. Klack, 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 klack. Also wir haben einen Blue Gem gefunden. Der war auf jeden Fall sehr wichtig. Das weiß ich noch, den wollte ich unbedingt haben beim letzten Mal. Ich weiß aber nicht mehr, warum jetzt. Den kann ich euch nicht sagen. Wir sind auch auf dem richtigen Weg. Wir müssen einfach nur hier runter. Gut, dann schon mal Kaffee nebenbei. Ich würde ja gerne noch länger aufnehmen. Ich habe jetzt gerade richtig Bock, so 5 Stunden das Spiel aufzunehmen. Ich will endlich, ohne Mist, ich will endlich Tag 50 knacken. Das ist für mich so ein kleines Ziel. Und Tag 100, also auf jeden Fall Tag 40 knacken. Ich will echt so gut sein, dass ich die 100 alleine platt kriege. Das ist so momentan so meine Ziele. Aber da muss man natürlich sich ein bisschen anstrengen und momentan, ihr wisst es ja selber, er hat nicht wirklich unseren Stein genommen. Dieses kleine Drecksvieh. Er hat nicht wirklich einfach unseren Stein genommen. Dieses kleine Drecksvieh. So, wir müssen aufpassen, dass wir das Feuer anmachen rechtzeitig. Nicht, dass ich wieder das Feuer vergesse, weil noch so einen Schrein haben wir momentan nicht gefunden. So, okay. Add Fuel. So, dann hier 11 Bären, da sollte wir erstmal reichen. Krass, jetzt sind die Geister, die hinterherkommen würden und gleich so ein Geist neben dir steht. Ich glaube nicht, dass wir die bekämpfen können. Selbst mit unserer Weste. So. Okay, mehr hat sich gebracht. Dann nehmen wir mal ganz kurz. Wir haben jetzt noch 5 davon. Die platziere ich dann jetzt mal hier. Moment, dann nehmen wir erstmal hier ganz kurz noch. Hab ich denn zufällig noch? Hab ich nicht. Okay, dann nehme ich halt die da. Oh, Vollmond, das ist natürlich sehr gut, da können wir arbeiten. Vollmond ist geil. Gut, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Werwolf oder so einen Spaß gibt, das wäre natürlich dann uncool. Aber momentan ist uns sowas ja noch nicht begegnet. So, wie viel haben wir denn jetzt hier von dem Puff? Wo habe ich Puff? Einen, wow. So, was können wir denn bauen? Wir können hier momentan nichts bauen. Wir können bei Science hoffentlich eine Lightning. Ist das ein Lightning Road? Ne, Temperaturmesser. Ach so. Muss ich eh machen. Erstmal machen wir uns dann so ein Terminal. Das ist auch kein Ding. Den stelle ich mal hierher. Oder hierher. Bild. Sehr schön. Und dann machen wir uns noch eine. Hey, ging das nicht gerade? Jetzt zeigt mir nicht, ich habe jetzt nicht mehr genug Gold dafür. Ach komm schon. Ist ja nicht dein Ernst. Na gut.